Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu diesem neuen Video von mir. Ich hoffe, dass ich jetzt noch vernünftig reden kann. Ich habe nämlich jetzt schon, also es ist jetzt mein drittes Video, was ich heute drehe. Ich habe heute dieses Techspot-Video gedreht, dann habe ich noch ein Video gedreht, was ich die Tage online schalten werde. Und jetzt drehe ich noch dieses Video. Ja, es ist einfach so, ich habe jetzt sonst die nächsten paar Tage weniger Zeit. Wahrscheinlich, kann auch sein, dass es anders kommt, weiß man ja nie, ne? Aber dann habe ich mir halt gedacht, heute habe ich halt Zeit und dann drehe ich einfach mal ein bisschen vor. So ist das, falls meine Stimme etwas versagt oder ich ein wenig unkonzentrierter bin. Ich hoffe aber, ich werde mich bemühen, das jetzt noch vernünftig zu machen. Es geht um Servietten. Um meine und oder eure Lieblingsserviette. Und aus dieser Serviette, aus diesen Lieblingsservietten, die wir ja alle so haben, ach, die ist falsch rum, ich denke schon, was ist die denn so blass? So rum muss diese. aus unseren Lieblingsservietten, oder habe ich mir überlegt, mache ich mal ein kleines Slim Tail Mini Journal. So. Und das sieht dann zum einen mal so aus. Das zeige ich euch jetzt gleich, direkt mal. Das ist jetzt aus einem Stück von dieser Serviette erstellt. Also die Serviette ist praktisch das Cover. Ne? So. Und das möchte ich heute mal mit euch machen. Die Idee, die dazu hatte ich... Moment, nee, ich zeige euch jetzt erstmal, wie das so von innen aussieht. Ich mache jetzt mit euch natürlich jetzt nicht so ein komplettes Journal mit Füllung und so. Ich zeige euch jetzt die Grundlage und wie ihr das dann hier... Ich habe jetzt schon etwas da drin gejournelt. Das ist natürlich dann individuell, wie ihr das dann macht. Ich zeige euch aber die mit der Signatur, das alles und so weiter. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Aber so richtig voll werden kann ich, mache ich, das kann ich jetzt nicht in einem Video machen, ne? Und das ist ja auch, jeder füllt es ja anders. So, auf jeden Fall, so ist das Cover. Hier habe ich das einfach auch so mit der Spitze gebunden. Da habe ich dann so ein Bändel drum reingesteckt und den kann man jetzt als Verschluss verwenden. Das könnt ihr, ist natürlich auch alles individuell. Den Verschluss könnt ihr auch anders machen. Ihr könnt auch was anderes zum Binden nehmen. Das ist ja alles, es sind halt nur so Beispiele, ne? So, und dann kann man das so aufklappen. Jetzt habe ich hier zur Verschwörung, weil das doch ein wenig leicht ist, so. Das muss man, aber das ist, hier hinten stört mich das nicht so sehr. Hier lasse ich das so. Aber hier vorne hat mich das so ein bisschen gestört, dass das so relativ weich war. Darum habe ich da jetzt einfach so einen Tuckspot reingeklebt. Den benutze ich jetzt nicht als Tuckspot, sondern als Tag. Oder hier einfach so, ne, als schönes Bild im Journal. Das ist das, was ich letztens schon gesagt habe. Man kann diese Dinge einfach auch für andere Dinge nutzen, als dass sie eigentlich gedacht sind. Das ist das Schöne beim Junk Journal, ne? Und jetzt habe ich das halt hier so reingeklebt. Ja, hier die Dinge, das alles, was ich hier so zeige, habe ich, glaube ich, alles auch schon mal in einem Video gemacht. Diese Dinge zum Beispiel habe ich auch schon mal im Video gemacht. Ja, und dann habe ich das halt einfach so ein bisschen dekoriert. Das habe ich, ja, das zeige ich euch noch im anderen Video. Dann hier dieses Bellyband habe ich jetzt hier einmal benutzt. Ja, und dann habe ich das einfach so, wie man das so macht, ne? So schön dekoriert. Hier die Sachen habe ich auch alle mit euch gemacht. Da passt jetzt nicht so viel rein, aber das ist halt einfach nur so ein bisschen... ja, so ein kleines kann man als Mitbringsel verwenden. Hier habe ich diese wunderschönen Hari-Teebeutel mit Klettverschluss einmal dran gemacht, dass das nicht so, jetzt schwabbelt der nicht so da hin und her, ne? Genau. Ja, die Mitte, das ist jetzt, da nehme ich dann, für sowas nehme ich dann oft Restpapiere. Das ist jetzt zum Beispiel ein fehlgedrucktes Bild, ne? Da war die Tinte irgendwie leer.
Aber sowas verwende ich dann halt auch als Reste für solche Dinge. Ja, hier so Sachen, die man dann so im normalen Journal auch macht. Hier ein Täschchen. Nee, was, das ist dann halt vielleicht so ein Mitbringsel oder mal so ein kleines zwischendurch Geschenk oder einfach ein bisschen eine zwischendurch Bastelei, ja, oder kann man auch schön verwenden als selbst für ein fertiges großes Journal als Zugabe oder so da rein, ne? Ist ja alles so klein und flach. Ja, aber sowas macht ja auch immer Spaß und darum zeige ich euch jetzt, wie das geht. Die Idee dazu hatte ich mit der Serviette. Und zwar, ich zeige euch mal eben noch ein fertiges Produkt. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gleich gemacht habe, aber das könnt ihr sicherlich schon euch denken. Ich hatte ja vor kurzem dieses Schnittmusterpapier mit Serviette gemacht. Und dabei ist mir direkt so die Idee gekommen, das auch mal auf Spitze zu versuchen. Dann habe ich gegoogelt und habe oder bei YouTube auch geguckt und habe da noch nichts drüber gefunden, komischerweise. Ja, auf Stoff und so weiter kennen wir ja alle schon oder auch auf allem Möglichen, ne? Haben wir ja schon Servietten geklebt. Aber dann habe ich hier so Spitze noch, also ich habe ja sehr viel Spitze, wie ihr wisst. Und unter anderem auch so eine, so das ist so alte Gardinenspitze, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau, ist auf jeden Fall so alte Spitze und das ist auch sehr groß und sehr viel und sowas hat man ja auch wahrscheinlich, hat das auch, haben das viele oder ihr könnt auch Gardine, wenn ihr alte Gardinen habt, sowas, ne, das ist ja auch Gardine, glaube ich, obwohl das, vielleicht wenn das, waren das auch mal oder sollten das auch mal Kleider werden, keine Ahnung, auf jeden Fall so flaches Spitzenmaterial. So, und da habe ich mir überlegt, dann mache ich einfach so ein Stück, schneide ich mir ab und versuche da mal Serviette drauf zu kleben. Ja, und das ist dann daraus geworden. So sieht das dann aus, wenn das getrocknet ist. Das werde ich auch gleich als zweites Dings hier verwenden, weil das andere muss ja dann trocknen. Ich zeige euch aber jetzt, wie das geht. Ganz einfach, wie das immer geht mit Serviettentechnik. Kleber. Ja, genau, so ist das. Da das jetzt sehr wertvoll ist, sage ich mal, für mich jedenfalls so diese Spitze, sage ich, deswegen mache ich das nur auf meinen Lieblingsservietten, ja, zum Beispiel auf so einer oder halt hier auch, die habe ich mir jetzt auch vor kurzem, habe ich die neu gekauft, die gab es jetzt bei Edeka, genau. Hatten die, da gucke ich immer mal, die haben immer auch sehr viele schöne Servietten. Die hatte ich jetzt bei Edeka gefunden. Musste ich natürlich mitnehmen, klar, Eiffelturm, Paris, ne? Das obwohl ich darf eigentlich keine Servietten mehr kaufen, weil ich habe so viele, dass ich muss mein ganzes Leben lang nie wieder Servietten kaufen. Also jetzt zum normalen Gebrauch. Aber ich sag mal so, sowas muss ich einfach mitnehmen, ja. So ist das eben. Genau. Auf jeden Fall, die ist jetzt auch eine meiner Lieblingsserviette. Schon direkt. Ja, die finde ich auch eigentlich immer ganz hübsch, weil die so schlicht ist. Ja, und die natürlich auch. Ne? Das ist natürlich auch ein Highlight in meiner Serviettensammlung. Genau. So, und darum sage ich Lieblingsserviette, weil, wie gesagt, das ist sehr wertvoll und da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie so viel verschwenden. Deswegen mache ich das halt nur so in einzelnen Sachen. So, ich werde jetzt aber nochmal die verwenden, obwohl ich euch gleich damit das Journal zeige. So, also ihr schneidet euch von eurer Serviette einfach ein Viertel ab. Also eine Sonne, ein so ein Bild. Natürlich habe ich schon die zwei Lagen oder eine, zwei Lagen, die da drauf sind, entfernt. Schere. So, das schneidet man möglichst gerade. Jetzt hat das ja auch so zwei
zwei Seiten, ne? Es ist einmal spiegelverkehrt und einmal, ja, was heißt jetzt richtig, ne? Also auf jeden Fall, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Genau, also das ist jetzt diese, würde ich mal sagen, die normale Seite und das ist dann so die spiegelverkehrte Seite. Da müsst ihr natürlich auch überlegen, was wollt ihr jetzt sehen, wenn ihr das, was soll vorne sein und was soll hinten sein, ja? So, dann muss ich mal kurz gucken, ob das auch nochmal, nee, das ist genauso. Ja, ich habe ja jetzt hier das einmal so rum. Jetzt mache ich das halt einmal hier in der anderen Richtung. Dann habe ich den Vogel vorne, obwohl der dann in die Richtung schaut, aber das ist auch egal. So, das möglichst gerade abschneiden, wenn es geht. So. Mehr braucht ihr schon mal nicht von der Serviette. Also eine so eine Viertellage. Und in der gleichen Größe oder vielleicht auch, kann auch ein Ticken größer sein, das ist jetzt, wie ihr wollt, schneide ich mir jetzt aus diesem großen Stück Spitze das gleiche Stück ab in der Größe. Wie gesagt, kann auch ein kleines bisschen größer sein oder man kann es auch hinterher nochmal korrigieren, wenn es jetzt nicht ganz so... auch gerade drauf passt, ne? Wie hier. Ist jetzt nicht ganz gerade die Spitze. Oder ich gucke mal hier auf der Seite. So, ich schneide das jetzt einfach mal so ab. Ja, ein bisschen eng hier alles. So. Naja, das ist auch nicht ganz gerade, also gar nicht gerade. Das muss ich dann hinterher korrigieren. So, und das schneide ich jetzt einfach hier. Einmal ab. Und einmal in der Richtung auch. So. Jetzt haben wir hier so ein ähnlich großes Stück Spitze. Ja, und das wird jetzt einfach in der normalen Form, wie man überall Serviette auf, also als Decoupage, Potsch, Decoupage, keine Ahnung, aufklebt mit Serviettenkleber. Ja, dann nehme ich halt wie immer meinen Serviettenkleber. Da muss ich aber mal gucken, dass ich jetzt mal kurz hier die Unterlage hochklappe. Oh je, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oder vielleicht kann ich sie auch mal kurz entfernen. Ja. Ist das sauber? Ja, das ist. So. Genau. So, vielleicht noch ist es noch wichtig, dass das, je nachdem wie rum das kommt, das ist jetzt zum Beispiel. Die Rückseite hier, das ist die Vorderseite. Ich würde jetzt sagen, dass die Vorderseite gleich dann beim Aufklappen zu sehen wäre. Deswegen mache ich es jetzt auf die, klebe ich die Serviette auf die Rückseite von der Spitze. Ja, so. Und das, was nachher hier übersteht, das schneide ich dann gerade irgendwie ab. Ja, so. Ich lege mir die Serviette so auf die Spitze drauf und fange jetzt an, wie man das so macht. Den Kleber aufzutragen. Es gibt auch Unterschiede, also zum Beispiel, das ist jetzt relativ feste, so. Das ist auch eine andere Spitze, die ist ein bisschen, also so, die fühlt sich auch etwas steifer an.
Und das ist so ein bisschen so eine etwas, das fühlt sich etwas weicher an. Das ist so ähnlich wie jetzt hier. So wird das dann wahrscheinlich auch dann sein. Darum sage ich, muss man gucken, ob man das mag hinterher bei dem Buchdeckel und Rücken oder ob man das ein bisschen verstärkt. Das muss man dann sehen. So, jetzt nehmt ihr ordentlich, also da sollte man auch mit dem Kleber nicht sparen, richtig ordentlich Kleber. Und ich fange wie immer so ungefähr in der Mitte an und verteile das dann hier, ne? So, am Anfang könnt ihr ruhig noch einmal über die ganzen Stellen gehen, die, wo ihr schon wart. Aber wenn die Serviette einmal feucht und nass durchgesuppt, sage ich mal, ist, dann würde ich jetzt nicht nochmal darüber gehen, weil dann reißt sie euch. Höchstens am Rand noch, da könnt ihr ruhig nochmal öfter drüber gehen. Aber jetzt hier, jetzt ist hier Schluss, weil sonst geht sie auch kaputt, ne? So. Und dann fange ich immer von der Mitte an, das aufzutragen. Den Rand kann man gleich noch mal korrigieren. So, dann noch hier. Und auch vorsichtig mit den Fingern, nicht, dass ihr da kleben bleibt. Das passiert mir auch oft, ne? Dann reiße ich mir mit dem Finger die Serviette wieder ab. Ja, da geht es schon kaputt. Ist aber nicht so tragisch an der Ecke da. So. Und jetzt könnt ihr noch so ein kleines bisschen, wenn die Ränder noch nicht so festkleben, einfach noch mal kurz ein bisschen gucken. Aber wenn man genug Kleber nimmt, dann klappt das auch immer so, ne? So, das lässt man jetzt einfach. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen trocken föhnen, aber da müsst ihr natürlich darauf beachten, wenn die Spitze eventuell Polyester oder Kunststoffe, wie auch immer, in sich trägt, dann dürft ihr das nicht zu heiß machen. Darum würde ich eher raten, bei so Sachen würde ich das einfach lufttrocknen lassen. Ne? Deswegen habe ich das halt einmal vorbereitet hier. Das lasse ich jetzt so lufttrocknen. Ne? Das lege ich mir jetzt möglichst gerade, flach an einen Ort, wo das schön trocknen kann. Den muss ich gerade mal suchen. Einmal hier auf so meine Schreibmaschine. Quatsch, meine Nähmaschine. So, mal eben kurz ein bisschen sauber machen. Genau, also das lasst ihr am besten einfach mal an der Luft trocknen, obwohl wisst ihr was, ich werde das mal ganz vorsichtig. Moment mal, so, ich werde das mal ganz vorsichtig so aus weiter Entfernung etwas trocken föhnen, dass man das Ergebnis vielleicht gleich doch noch sehen kann. Also wie gesagt, ihr könnt das schon föhnen, aber dann bitte nicht zu nah, nicht zu heiß, so dass nicht das darunter schmilzt. Ja, ich werde das jetzt mal kurz machen. Der Stuhl quietscht sehr. So, einmal kurz eine halbe Minute föhnen.
Also vielleicht reicht das schon, um euch das Ergebnis gleich dann am Ende nochmal. Man sieht es aber jetzt auch schon. Das wird ja dann auch so durchsichtig, ne? Und wenn das gleich ganz trocken ist, dann ist das also so richtig durchsichtig. Ja, mal gucken, vielleicht ist das dann gleich am Ende des Videos trocken. Und dann können wir uns das nochmal anschauen. So. Ja, und wenn das dann soweit trocken ist, dann habt ihr dann so etwas. So, hier, das hatte ich eigentlich auch für, ich habe es auch gar nicht geplant, so ein Journal daraus zu machen. Ich habe das einfach erstmal so auf gut Glück oder wie auch immer aus Neugier einfach mal ausprobiert. Ich hatte jetzt nicht im Hinterkopf direkt daraus ein Journal zu machen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt damit? Ne? Taschen im Journal selber vielleicht. Kann man auch machen. Ihr könnt das natürlich verwenden, wofür ihr möchtet. Ne? Ihr könnt daraus Taschen machen im Journal. Ihr könnt das als Journal-Seite verwenden, einfach. Ne? Also als Signaturseite kann man das verwenden. Ihr könnt daraus Tags machen. Was ihr also auch mit anderen Papieren und so weiter macht. Ja, aber dann habe ich mir überlegt, ich mache einfach mal so ein Mini-Journal daraus. Ne? So, und das ist auch ganz einfach. Ihr habt praktisch sofort, wenn ihr das einmal dann knickt. Ja gut, das ist natürlich dann, muss man schauen, was will man. Manches sieht man dann vielleicht nicht mehr so, weil der Eiffelturm ist jetzt einmal halbiert. Aber nun ja, das ist halt eben so. Das meine ich gerade. Manchmal will man das ja nach vorne haben. Hätte ich jetzt auch lieber, aber nun ja, es ist jetzt halt hinten. Genau, das überlegt ihr euch dann vorher. So, und dann knickt ihr das einmal in der Mitte. Wenn das nicht 100% gerade ist, das Spiel ist jetzt auch nicht so, so wichtig, finde ich, aber das kann jeder machen, wie er will. Ich lasse es jetzt einfach so. Ja, und dann geht es auch schon an die Signaturen. Ich habe mir schon ein bisschen was rausgesucht. So, jetzt könnte man zum Beispiel, um das hier zu verstärken, diese Vorderseite eventuell, muss man nachher mal gucken, vielleicht das so, dieses Bellyband reinkleben. Aber da schauen wir mal. Ne? Ich mache jetzt einfach mal erstmal so ein paar Signaturen fertig. Und dann nehme ich auch gerne einfach so ein paar Reste. Papierreste, die ich hier rumfliegen habe. Die kann man da schön rein stopfen. Ne? Ich stelle das jetzt erstmal so zusammen. Ob das dann so bleibt, weiß ich noch nicht genau. Das sehen wir dann später. Das werde ich dann vielleicht nochmal ummodeln. Ja, hier einfach so Sachen, die, wenn das dann nicht so richtig hier so passt, ne, dann kann man das auch eventuell direkt mal zu einer Tasche formen. Das ist ein bisschen arg groß. So, kann man aber noch was abreißen. So, dann könnt ihr hier direkt mal so eine Tasche schon formen. Und hier vielleicht auch. So, das klebt man natürlich dann hinterher hier feste. Ne? Es geht jetzt einfach erstmal darum, das alles zu füllen. Und hier auch, ja, das mache ich schon mal. Oder auch all sowas, was ich immer mal gemacht habe zwischendurch. Das kann ich jetzt dafür sehr gut gebrauchen. Ich glaube, das wird wieder meine erste Seite hier, wenn man das aufschlägt gleich.
Oder solche Sachen halt einfach, so Reste, ne? Habe ich hier noch mal gemacht. Ach so, das ist hier so, kann man das sehen, so Blüten. Ja, wie habe ich das noch mal genannt? Blütengeschnetzeltes. Blütengeschnetzeltes mit, ich weiß gar nicht mehr, was ich genommen habe, Kleber oder Mattmedium, habe ich das verrührt und habe dann das schabloniert. Ja, und dann hat man hier so ein blütengeschnetzeltes Muster. Genau. Das ist aber schon lange her. Das ist bestimmt schon über ein Jahr her, wo ich das Video mal gemacht habe. Ja, so allzu viel kann man da jetzt auch nicht nehmen, ne? Das soll ja jetzt auch nicht so dick sein, ne? Ein bisschen passt aber noch. Ja, so dicke, pappähnliche Papiere sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dafür geeignet, ne? Aber eins kann man ruhig mal dazwischen stecken. Ja, und hier so, das sind auch so Fehlkopien. Da möchte ich das, die Blüte auf jeden Fall haben. Oder machen wir an die andere Richtung, dann hat man da auch schon mal eine Tasche. Bevor man es abreißt, kann man es vielleicht eher so als Tasche verwenden noch, ne? Muss man dann mal schauen. Ja, hier auch so was Hübsches. Das reiße ich jetzt einfach per Hand so zurecht. Ja, mal gucken, ob das einfach auch so schon reicht und ob das auch passt. Ja. Also wie gesagt, das ist immer, das sind Sachen, die muss man selbst wissen, wie, was einen stört und was nicht. Ob das rausguckt, oben, unten, seitlich, ist ja jeder unterschiedlich. Bei mir ist es jetzt so, da stört mich das jetzt nicht, dass das so ein bisschen... Ich werde da auch noch Spitze dran machen, das guckt dann auch raus. Das ist also wie immer, ob es ein großes Journal oder ein kleines Journal ist. Das ist bei mir immer so ähnlich. Da guckt immer irgendwo was raus. ja, genau. So, machen wir noch ein paar. Was haben wir denn noch? Ja, hier, das passt auch ganz gut. Mache ich mal. Ja, da habe ich versucht, auf Schnittmuster zu drucken. Das klappt auch. Nur, was war denn da nochmal? Da hat mir irgendwas nicht gefallen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ach so, das, ja, so, wenn das so dunkle Bilder sind, ne, dann, wie hier das, da sieht man dann nicht mehr so viel von diesen Strichen. Das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber dafür kann man das dann auch verwenden, ne? Ja, und hier das mit der Serviette auch schön. Habe ich da auch schon drin benutzt. Da kann man auch noch mal eine Tasche draus machen. Machen wir hier so. Könnte jetzt ein bisschen zu lang sein. Ja, geht aber. So, ich glaube, jetzt reicht es auch schon, weil das wird ja auch noch mit Fotos und so weiter befüllt, ne? So. Ja, mal eben die Schnipsel. Und dann wären das ist jetzt eine Signatur, ne?
Man könnte es vielleicht auch in zwei aufteilen hier, die ganzen Sachen, aber hier ist die Mitte. Ich würde sagen, so ist das in Ordnung. Ja, und dann könnt ihr das auch schon zusammenbinden oder nähen, wie ihr möchtet. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Hier bei der, in dem Fall könnte man es sogar mit der Nähmaschine einmal kurz so ordentlich, habe ich früher auch schon mal gemacht, bei so dünnen, kleinen Büchern, einfach mit der Nähmaschine einmal nähen. Da muss man natürlich gucken, dass man da gerade ist, weil sonst verzieht sich das so ein bisschen alles. Oder einfach ganz einfach mit zwei Stichen und einem Faden das zusammenbinden. Oder halt auch ganz einfach mit einem Gummiband. Ne? Könnte man, also wie ihr das binden möchtet, ist auch jedem überlassen. Ich werde es jetzt nochmal hier so machen. Dafür mache ich mir die Signaturen möglichst gerade. Oder beziehungsweise, ja, ich rüttel das so ein bisschen zurecht, wie es mir gefällt. So, das fixiere ich einmal mit einer Bulldog-Klammer auf der Seite und auch auf der anderen Seite. Dafür mache ich es relativ gerade. So, ja. Quatsch, das Cover muss natürlich auch noch mit da dran. So, also mit dem Cover bitte einmal. So. So, ja. Und natürlich richtig rum. Oh mein Gott. Jetzt wird es wieder etwas kompliziert. Also bitte auch richtig rum. Nicht, dass hinterher alles Kopf steht. So. Haben wir es jetzt. Ja, da fängt es an, ne? Drittes Video heute. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das jetzt am Wochenende bei mir aussieht. Und dann habe ich das schon mal im Kasten. genau. So, jetzt für sowas verwende ich ganz gerne, kennt ihr ja sicher, habt ihr bestimmt auch, so dünne Spitzenbänder. Ups. Hier so ganz dünne Spitzenbändchen, die kann man jetzt so... Für was soll man die so sonst benutzen? Ne? Höchstens vielleicht zum Umwickeln von einem Journal. Natürlich kann man die auch schön an die Ränder kleben. Das ist auch eine schöne Idee. Ne? Das sieht auch immer hübsch aus. Aber auch ganz gut geeignet, um halt einfach hier so eine etwas hübschere Bindung zu machen. Und darum nehme ich da jetzt mal dieses, glaube ich. Und das nehme ich für den Verschluss. So. Jetzt ist das ja sehr, also anstatt so einem Garn, ist das ja relativ dick. Das habe ich auch mal bei der lieben Jutta Wittley gesehen. Da nimmt man so ein Draht. Aber erstmal macht man sich natürlich zwei Löcher. In die, ungefähr in die Mitte, also beziehungsweise, nee, nicht in die Mitte, also ein Drittel von oben und ungefähr ein Drittel von unten von der, das, also ein bisschen weiter zur Mitte hin. Oh Gott, ja, also ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, im Abstand halt. Nicht so weit oben und auch hier nicht so weit unten, weil dann ist das irgendwie, passt das nicht, also so mehr mittig. Ich nehme jetzt mal hier die Stelle. Einfach einmal kräftig durch. Ne, das ist die falsche Ahle. Einen Moment.
nicht so spitz, die ist besser. Also einmal hier so durchstechen, in der Hoffnung, dass das auch eher mittig rauskommt. Ja, sieht gut aus. Und auch hier unten dann ungefähr so in dem Abstand. So, genau. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt möchte ich ja dieses etwas dickere Band, das kriegt man ja jetzt kaum durch ein Nadelöhr, obwohl das ginge vielleicht sogar noch mit so einem riesigen, ich habe hier so eine Riesennadel, Nähnadel, das ist auch so eine Buchbindernadel, glaube ich, da könnte man das fast durchfädeln wahrscheinlich, aber hier ist das also franselig, das klappt dann nicht, also bevor ich dann jetzt so mir einen abwühle, nehme ich einfach hier so einen Draht, den habe ich einfach so rumgebogen, das ist jetzt ein sehr dicker Draht, ihr könnt auch einen dünneren nehmen. Die beiden sollten auch möglichst gleich hier unten sein. Ist hier auch nicht der Fall. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Den Draht sticht man dann mit beiden Enden einmal hier so durch. So, ja. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen trockenen Hals vom ganzen Reden. So, und dann kann man sich hier natürlich leichter diese Spitze durchwuseln. Ja, und die könnt ihr jetzt mit diesem Draht relativ einfach hier einmal durchziehen. Ja? So, dann zieht man sich das Ende einmal durch. Hier den Draht einmal entfernen. So, und jetzt zieht ihr das auf eure Wahllänge, Wahlwunschlänge. So, dass man hier nachher noch so ein Schleifchen machen kann. Ne? So ungefähr lasse ich das jetzt. Und das gleiche mache ich jetzt einmal auf dem anderen Loch. So, jetzt auch wieder von der Mitte reingehen und nicht von außen, wie man das beim Nähen jetzt eigentlich so machen würde. Ne? Sondern wieder, weil wir wollen ja die beiden Enden hier draußen hängen haben. Also gehe ich wieder hier rein. So, jetzt habe ich hier ein sehr langes Stück Spitze, sehe ich gerade. Muss ich mir mal eben noch abschneiden. Mal so ein bisschen. Sagen wir mal so. So. Und das auch einmal durchziehen. Ja, und dann habt ihr hier hinten eure Spitze. So, daraus kann man jetzt ein Schleifchen machen. Und könnt ihr ruhig etwas fester ziehen hier. Oder ich mache auch einen Doppelknoten. Ja, und das wäre dann die Bindung. Und muss mal gucken, ob das ein bisschen zu lang ist oder so, kann man dann noch ein bisschen, das ist ein bisschen schief jetzt hier geworden, trotzdem. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, verstehe ich nicht sowas, ne? Ihr habt doch gesehen, ich habe das doch gerade gehabt, ne? Aber es ist trotzdem ein bisschen schief geworden. Das sind immer so Sachen, ne? Aber das kann man noch so ein bisschen zusammenziehen sich. Nun ja, mal sehen. Da geht aber. Ja. Ist hier an der Serviette doch ein wenig zu weit
hier rübergekommen. Vielleicht kann ich das nochmal korrigieren. Mal schauen oder mal sehen. Vielleicht stört es mich auch nicht. Auf jeden Fall, so habe ich jetzt die Bindung gemacht. Ja, das ist jetzt einmal deswegen bedingt, weil das etwas schief ist, geht das etwas auf. Und halt auch, vielleicht ist auch ein bisschen zu viel drin und zu viel Steifes. Aber nun ja, das kann man ja dann mit einem Verschluss, den ich dann mit anderer Spitze nehme, zum Beispiel, mache ich jetzt genau wie bei dem, einmal da durchfädeln. Könnt ihr das dann so verschließen. Ja, jetzt hat man zwei Schleifchen auf jeder Seite. Das muss man auch mögen. Weiß ich noch nicht, ob mir das jetzt hierbei gefällt. Hierbei finde ich es jetzt nicht schlecht. aber weiß ich jetzt nicht, ob mir das hier gefällt. Mal gucken, wie sieht es denn aus, wenn das in der Mitte ist. Naja, schauen wir mal. Kann sein, dass ich das hier noch mal korrigiere. Ich glaube, dass hier... Meine Batterie ist wieder niedrig. Oh je. Nee, aber ich glaube, ich filme noch. Gott sei Dank. Ich dachte schon wieder hier Probleme. Nee, alles in Ordnung. So. Ich glaube... Das werde ich nochmal ändern. Und zwar werde ich hierfür vielleicht doch ein dünneres Bändelchen nehmen. Hier ist, passt es einfach irgendwie besser. Ne? Hier ist es so, keine Ahnung. Aber das sieht man dann auch immer erst, wenn es fertig ist, wie jetzt. Ne? Das gefällt mir gut, aber hier, das gefällt mir nicht. Das werde ich, glaube ich, gleich nochmal anders nähen. Aber das könnt ihr euch ja sicher dann denken, ne? So, und dann habt ihr praktisch ein kleines Mini-Slim-Tail-Journal, was ihr dann schön bestücken könnt noch. Oder einfach, ja, was man also damit so macht. Ne? Genau, jetzt, wie gesagt, jetzt kommt es drauf an, ob das hier ist, ist etwas steifer als hier. Könnte man theoretisch so lassen. Aber ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen verstärken. Ja, das ist jetzt dann doch ein bisschen groß. Ja, das ist jetzt zu groß. Aber da könnt ihr alles nehmen, wie auch solche Fotos. Ja, das ist jetzt blöd, weil das will ich ja noch im Video machen. Einfach, das ist auch zu breit. Ich nehme jetzt nochmal hier, was ich jetzt zum Beispiel... heute Morgen gebastelt habe. Das werde ich jetzt nicht einkleben, aber als Beispiel, ja, nehmt ihr dann einfach so etwas und klebt das direkt hier an die erste Seite dran. Dann habt ihr direkt eine Verstärkung und auch wunderschöne Spitze schon raus gucken. Ja, und an die Ränder mache ich natürlich auch überall oder fast überall einfach immer so ein bisschen Spitze dran, so wie hier, ne? Und da könnt ihr einfach die ganzen Sachen nehmen, die ihr so in der letzten Zeit auch gebastelt habt. Wenn ihr sie denn nachgebastelt habt oder andere Dinge, die ihr gebastelt habt. Ne? Oder einfach nur ein Stück Spitze unten dran kleben und schon habt ihr schöne Deko. Ja, und so viel passt da ja auch jetzt nicht rein. Ne? Das ist ja sehr schnell gemacht. Wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter hier dran werkel, dann habe ich das fertig praktisch. Ne? Ja, ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut mit diesem Tag-Spot hier. Aber ich möchte das natürlich auch mal so verwenden für das, was ich jetzt eigentlich gebastelt habe. Aber ich habe hier noch zwei andere. Dann könnte ich vielleicht den noch so hier reinkleben, ne? Genau, das werde ich wahrscheinlich so machen. Den klebe ich jetzt hier einfach fest und dann habe ich hier auch eine schöne Verstärkung.
Und hinten muss man gucken, ob das, das stört mich hier beim letzten Blatt nicht so. Das kann ich so lassen. Ja, ihr Lieben, das war einmal eine Idee, um aus einem Stück Serviette und etwas Spitze ein Journal zu machen. Ja, ich hoffe, das hat euch nochmal inspiriert und gefällt euch. Ich finde es ganz süß, weil so habt ihr wirklich aus eurer Lieblingsserviette was Schönes noch gezaubert. Und mal auch was ganz anderes, ne? Ja, also das, was man so alles mit Servietten machen kann, ne? Ist ja immer wieder faszinierend. Ja, ihr Lieben, wann das Video hochgeladen wird, oder hochladen werde ich es schon, aber freischalten, wer weiß ich noch nicht. Mal gucken, ich will euch jetzt auch nicht irgendwie mit 3 Videos überfordern, ne? Ich denke mal, vielleicht am Sonntag oder so. Dann haben wir heute Sonntag. Vielleicht auch. Mal sehen. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, ich bedanke mich natürlich sehr herzlich fürs Zuschauen wieder für die 45 Minuten. Und sag einfach mal, bevor meine Stimme gleich ganz weg ist, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.